Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Feed the Beast Beyond und wir werden uns heute mal um Ender.io ein wenig kümmern. Denn ich habe mal so ein bisschen rumexperimentiert im Singleplayer und ja, diese Actually Editions Farmer, die sind schön und gut leicht herzustellen, aber wir können mit den Ender.io Farming Stations einen viel größeren Bereich abdecken nachher im Endeffekt und haben hier und da noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und die Möglichkeit auch noch Upgrades da reinzubauen, die halt dann zu dem größeren Bereich führen. Also ich würde schon sagen, so zwei mehr hier wäre schon cool. Dann müssten wir hier und da noch ein bisschen Erde abtragen, aber das ist okay. Und der nächste Vorteil an der Farming Station von Ender.io ist der, das Ding kann auch Industrial Hemp abfarmen. Und genau deswegen machen wir das. Wir brauchen dafür noch ein paar Gerätschaften, da werden wir uns heute drum kümmern. Und ich glaube, das war ein Slice and Splice oder wie das Ding heißt. Mal gucken. Gehen wir mal in den Keller. Ich denke, wir haben alle Ressourcen da. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber wir versuchen das einfach mal. Ja, ansonsten ist heute Ostermontag und ich habe gedacht, wir verpacken hier noch ein kleines Easter Egg. Also nicht hier direkt. Aber wir werden heute Abend streamen um 19 Uhr. Und zwar werden wir uns um unser erstes Großprojekt kümmern, nämlich den Staudamm. Beziehungsweise das Wasserkraftwerk. Mal später noch mal kurz gucken, was ich damit meine. Oder wir sehen es halt heute Abend. So, den hier brauchen wir, um nachher den hier zu bauen. Gut, dann bauen wir erstmal Slice and Splice. Okay, Maschinenchassis brauchen wir dafür. Haben wir noch welche von diesen Capacitors? Nee, wir haben nicht mehr das mehr da. Wir haben noch bestimmt noch Eisen. So, zack, zack, zack. Machen wir da mal ein paar von. Das passt, okay, wunderbar. Dann brauchen wir noch einen Basic Capacitor, da können wir auch mal eben ein paar mehr von bauen, weil wir brauchen die nachher für das Upgrade noch. Ach da. So, Maschinenchassis, fertig. Iron Axe, Shears, okay. Ein Solarium, brauchen wir noch 5 Stück. Wie waren das nochmal? Ah ja, genau, Soul Sand und Sand. Soul Sand und Gold, so rum. So, Gold haben wir da. 1, 2, 3, 4, 5. Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand. Haben wir auch da. Ja, und das Zeug schmeißen wir einfach mal in den Alloy-Smelter rein. Natürlich im Alloys-Only-Mode. Dann rattern die da eben durch. Und wir können nebenbei schon mal eben die anderen Werkzeuge bauen, denn wir benötigen hier eine Iron Axe. Und wir benötigen Iron Shears. Auch das bekommen wir hin. Und jetzt fehlt im Prinzip eigentlich nichts mehr. Köpfe haben wir auch da, wunderbar. Gut, dann warten wir kurz, bis das Zeug hier durchgelaufen ist. Geht da glücklicherweise recht zügig, das passt. Oh, und wir haben ja noch einiges an Ressourcen, sehe ich gerade. Die könnten wir mal kurz einsortieren. Wenn wir schon mal hier gerade stehen. So. Huch, nicht mal mit der Fackel hier, ey. Das wird auch nie aufhören. So. Gut, und der Kollege hier sollte jetzt eigentlich durch sein. Genau, die 5 haben wir. Mal gucken, ob wir später noch mehr brauchen. Und wenn, dann macht uns das auch nicht viel aus. So, Slice and Spice oder irgendwie so. Ja. So, die Kiste benötigt natürlich zum Arbeiten Strom, ganz klar. Wie alle Geschichten von Ender.io. Ich baue das einfach mal daneben. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Wir brauchen jetzt nämlich diesen Farmer, beziehungsweise Farming Station heißt es ja hier. Und da wollen wir mal gucken. Wir benötigen eine Diamond Hoe, okay. Aber worum es mir erstmal geht, ist dieser Kollege hier, der Z-Logic Controller. Da brauchen wir nochmal Solarium, okay. Dann machen wir die gleich zuerst. Warte mal, die dauern sowieso am längsten. Einmal, zweimal und Soul Sand. Einmal, zweimal, genau. Dann rein damit. Gut, wunderbar. Als nächstes benötigen wir für diesen Controller einen Zombie-Kopf, Redstone und zweimal Silicon. Redstone. Haben wir noch Silicon da? Yo. Und ein Zombie-Head sollten wir eigentlich auch da haben. Jawohl, wunderbar. Gut, des Weiteren brauchen wir aber noch ein paar andere Sachen. Und zwar, warte mal, zack. Irgendeine Axt und irgendeine Schere. Okay, wir machen die Eisenvariante. Haben wir noch Sticks da? Jo, haben wir. Einfach ganz stumpf mit der Eisenvariante, dann passt das. Und eine Schere nochmal, ne? So.
Das da rein, das da rein, das kann da rein, das können wir mal da verteilen. Und dann haben wir eigentlich im Prinzip hier zum Cellularium. Das kann da auch rein und dann läuft das schon mal. Wunderbar. Gut, dann bekommen wir gleich unseren Controller raus, der hier braucht. Oh nee, das geht doch relativ zügig. Und dann warten wir kurz, bis er fertig ist. Okay. So, Z-Logic Controller, die Werkzeuge nutzen sich nur ein bisschen ab, das ist easygoing. An sich könnten wir da auch gleich einen zweiten von bauen, ne? Das wäre gar nicht so dumm vielleicht. Genau, und noch ein Head. Zack, und dann brauchen wir noch zweimal Gold. Nee, halt. Falsche Farbe. Gold und Soul Sand. So, dann kann das da rein, das da rein, das da rein. Und dann fehlt halt, wie gesagt, das Solarium. Ja, das geht recht zügig. Ich denke, wir warten kurz, bis es fertig ist. Dann können wir uns nämlich gleich zwei von diesen Farming Stations in einem Rutsch bauen. Und können auch gleich beide Farmer von Actuality Editions austauschen. So. Was benötigen wir noch für den Farmer? Wir haben hier diese Pulsating Crystals. Da bräuchten wir... Ja. Warte mal. Zwei Enderperlen und zweimal Eisen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich riskiere das jetzt einfach mal. Zack, zack. Sieht gut aus. Der ist durch, dann haben wir den zweiten Controller. Perfekt. Ich habe gerade einen Lauf anscheinend. Ja gut, nice. Es kommt auf jeden Fall das Richtige schon mal raus. Das ist schon mal sehr gut. Der eine fehlt jetzt noch. So, und davon brauchen wir die Nuggets. Farmer da. Ach so, wir brauchen ja noch einen. Ja, okay. Wir müssen auch demnächst mal gucken, dass wir ins End gehen und eventuell mal ein paar Enderperlen organisieren. Das ist im End momentan aus unserer Sicht zumindest am einfachsten. Was brauchen wir noch für den Kollegen? Maschinenchassis und zweimal Diamond. Ho, ach du Kacke, echt jetzt? Weißt du, wir verhauen unsere Diamanten für Hose. Das kannst du keinem erzählen. Huch. Ah ne, war richtig. Dann brauchen wir noch zweimal Maschinenchassis. Aha, einmal, zweimal. Dann müssen wir gleich doch nochmal so ein paar Dingsens bauen. Achso, halt. Wir müssen erstmal noch das Ding umbauen. So. Zack, zack, zack. Und dann bauen wir den letzten Farmer. Läuft. Beide Farmer fertig. Perfekt. So soll es sein. Okay, jetzt könnten wir eigentlich schlafen gehen. Okay, ja. Irgendwas ist ja immer. Wir werden mal gucken, dass wir heute Abend im Stream die Nächte durcharbeiten. Vielleicht finden wir den einen oder anderen Enderman oder wir gehen dafür wieder in die Farmwelt. Müssen wir mal schauen. So, aber Fakt ist, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Halt, nee, 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 gehen wir noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal noch ein paar Capacitors. Und zwar die Double-Layer-Capacitors, damit die als Upgrade fungieren. Wo haben wir denn die Kollegen? Da. Dazu benötigen wir erstmal noch ein paar Basic. Da sind sie. Coal Dust und Energetic Alloy. Okay, wir benötigen Energetic Alloy. Das war bestimmt Gold, Redstone und Glowstone, oder? Jawohl. Okay. Ich mach mal 16 Stück. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Dann haben wir für die späteren Vorhaben auch noch ein paar da. So. Läuft. 4 brauchen wir fürs Erste. Wie viel von diesem Coal Dust haben wir eigentlich? Boah, ist noch ein bisschen was da. Okay, nice. Apropos Coal Dust. Wir können hier nochmal nachfüllen. Und wir könnten demnächst auch mal wieder ein bisschen Stahl herstellen. Beziehungsweise, was heißt demnächst? Das können wir jetzt machen. Ein Stack Eisen. Werden wir später noch brauchen. So. So, haben wir schon 4 Stück zusammen? Ne, 3, aber der vierte sollte gleich kommen. Genau, da haben wir ihn. Perfekt. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier zweimal die Double Layer Capacitors. Wunderbar. Gut, ich würde sagen, jetzt können wir mal rübergehen und die ganze Geschichte austauschen.
So, und da sind wir auch schon. Ja, die Kiste kann komplett weg hier. Das Ding kann auch runter. Oh. Wir haben auf jeden Fall genügend Seeds über. Ja, nice. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir werden diese Farming Station hier hinsetzen. Weil wir ja, wie gesagt, den Radius oder den Arbeitsradius noch ein bisschen erhöhen wollen. So, Strom kannst du schon mal auffüllen. Des Weiteren brauchen wir hier... Habe ich den Eimer dabei? Ja. Das olle Ding. Ach so, wir hätten noch eine Hoe bauen können, ne? Oder zwei, besser gesagt. Zack, zack. So. No Seeds, ich weiß. Du bekommst aber auf jeden Fall schon mal einen von diesen Upgrades. Wo geht denn die Energie hin? Ach so, der pflanzt schon an. Okay. Ja, der braucht die Hoe halt nur fürs Feld ausarbeiten. Aber gut, das machen wir jetzt zuerst nochmal eben. Ich denke mal, wenn wir da ganz normale Iron Hoes nehmen, das reicht erstmal, weil der muss das Feld ja nur einmal ausbauen und das war's dann. Stick. Einmal und für den anderen natürlich auch nochmal. So, jetzt haben wir aber alles, oder? Ja, wir bräuchten nachher halt noch ein paar Conduits zum Verkabeln. Und ich denke, dass wir das hier erstmal dann unterirdisch machen werden, vielleicht. Oder dann haben wir Probleme mit dem Wasser. Okay, warte mal, wenn wir... das ist jetzt natürlich ein richtig geiler Vorteil. Wir setzen die Kiste einfach direkt davor. Ups. Dann sparen wir uns die Kabelgeschichte erstmal. Oh. Warte mal, wir könnten vielleicht noch ein paar Seeds loswerden. Okay, das ging schnell. Alter Falter. Das ist natürlich eine krasse Hausnummer. So. Warte mal, der hier ist zu viel. Ne, hier sind auch noch mehr Sachen zu viel. Da gucken wir gleich mal. Hier die ganze Geschichte ist auch zu viel, das weiß ich schon. Machen wir erstmal so. Na, der fehlt auch noch. So. Ja, müssen wir nachher mal gucken, wie weit der damit kommt. No Seeds ist eine Lüge. Du hast nämlich genügend. Und jetzt holen wir erstmal noch... die Kiste wollte ich holen, ja. Warte mal eben. Ja. Yep. Genau, und das gute Stück stellen wir jetzt einfach davor. Und dann kann er den ganzen Krempel dann mal reinschmeißen. Oh, Magnetring. wir nehmen das Zeug mal eben kurz mit. Ich habe eine Idee, was wir mit dem ganzen Weizen machen könnten. Denn Mana können wir immer gebrauchen. Okay, wunderbar. Seeds haben wir wieder eingesammelt. Die werden uns wahrscheinlich sehr, sehr, sehr weit noch verfolgen. Außer wir sind zu schnell. Dann nicht mehr. Mahlzeit. So, einfach noch ein bisschen randommäßig auffüllen hier das Ganze. Zack. Zack, dann können die noch ein bisschen arbeiten. Und unser Mana-Tablet kann da mal rein. Genau, dann können wir das nämlich komplett auffüllen. Kann man ja so nebenbei mal machen und dann ist der Mana-Pool auf jeden Fall auch nicht überfüllt. Ja, das haut hin. Gut, dann können die arbeiten und wir gehen wieder rüber und gucken uns mal an, was hier Phase ist. Ich glaube, die Solarpanels sind damit ein bisschen überfordert. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wieso. No Seeds. Warum denn No Seeds? Du hast massenhaft Seeds. Hat er schon irgendwas mal irgendwo beackert? Nee, hat er nicht. Ja. Gut, die Tatsache, dass die Kiste so viel Energie braucht, das liegt einfach daran, dass das Upgrade-Ding da drin ist, ne? Schätze ich mal.
Ich lagere mal die Seeds eben kurz zwischen. Ich meine, an sich ist es ja nicht schlimm, weil ich habe sowieso noch vor, hier so einen Biofuel-Generator in der Nähe hinzubauen, der so ein bisschen die Farm noch versorgen soll, weil die Seeds können wir da wunderbar, glaube ich, verarbeiten. Aber das bringt uns momentan nicht viel. Ja gut, das ist aber nicht unbedingt ein Problem, oder? Warte mal, ich nehme das mal eben mit. Oh. Ah. Ach, guck mal an, was er da gerade gemacht hat. Ah ne, oder war das der Wurm? Nee, das war der Wurm. Ah. Wir nehmen mal kurz das Solarpanel hier mit. Und upgraden das nochmal. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ach so. Ja, wie gesagt, die brauchen halt ein bisschen mehr Energie, die Sachen von Ender.io. Aber die können halt auch mehr. Das ist halt der große Vorteil an den Geschichten. Das kann weg. Das tun wir da mal rein. Und jetzt fangen wir mal an hier. Nummer 4 brauchen wir. Ein Block of Iron. Müsste ja auch der hier ganz normal gehen, oder nicht? Oh. Brauch noch eine Clock. Davon fehlen uns jetzt ein paar. Und wir benötigen sowieso... ich hole mal das andere Solarpanel auch noch. Dann haben wir die Hälfte schon fertig. Und dann brauchen wir das nur einmal herstellen. Weil die Industrial Hemp Farm, die brauchen wir sowieso gerade nicht. Daher passt das, glaube ich. Autsch. Oh. Genau, weil dann haben wir nämlich die Hälfte schon fertig im Prinzip. Wir brauchen nämlich 4 von den Dreiern, um das Vierer zu bauen. Genau, hier, dann können wir noch einmal diesen Arbeitsschritt hier machen. Wie weit kommen wir denn damit? Wir, okay. Wir haben gar keine mehr davon, okay, krass. So. Pistons können wir noch bauen. Oh, wir brauchen noch Holz. So. Ich kann auch ruhig mal einen Stack Pistons bauen, das tut keinem weh. Ach so. Ah, es fehlt wieder Holz. Oh oh. Die switchen hier immer so komisch hin und her, das ist echt strange. So, hoppala. 3. Wir brauchen 4. Das war ja so klar. Okay, das heißt, hier fehlt jetzt noch was, ne? Genau. Bekommen wir aber auch hin. So, und hierfür, genau, da fehlt uns jetzt einmal dieser Redstone Repeater. Auch das bekommen wir hin. Warum switcht das denn immer so komisch? Und diese Geschichten brauchen wir. Da fehlt jetzt wieder das Standardzeug für. Können wir uns auch nochmal gönnen. Genau. Dann sollten wir die hier schon mal rausbekommen. Das sind die 3 und 4 dann. Und das Ding hier ist dann halt... warte mal. Ich habe doch eben... Ach, guck an. So, dann weiter im Text. Ach so, wir brauchen ja die noch. Stimmt. Das haben wir da, das sind die ganz billigen, die noch fehlen jetzt, oder wie? Ja, okay, dann machen wir da noch ein paar mehr von. Hauptsache Rohstoffe durchheizen wie ein Bekloppter, das kann ich. So. Was ist denn mit diesem Block of Iron? Und die Dinger mag er nicht, weil er schon irgendwas gespeichert ist, deswegen macht er das nicht. Ich teste das mal mit dem Standard Block of... Hä? Wo ist denn der hin? Naja, egal. Try again. Jetzt hat er ihn auf jeden Fall erkannt. Okay. Dann die beiden noch mit rein. Zack. Und wir kriegen 2 der Stufe 4. Und ihr seht schon, wir können schon wieder schlafen gehen. Das machen wir auch. Und danach testen wir das mal aus. Mal gucken, vielleicht kommt da ein bisschen mehr rum. Uiuiui. Wir haben aber gerade ganz schön Rohstoffe durchgeheizt. Aber das macht nichts. Wir werden später noch mehr davon brauchen.
Daher ist es, glaube ich, halb so wild. Was machen die hier eigentlich? 128. So, ist halt das Doppelte, ne? So, no seats, no ho, ist alles eine Lüge. Ah, guck mal einer an, was er jetzt macht. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Unser Magnet Ring ist da so ein bisschen im Weg. Ich leg den mal kurz ab hier. Ja, es geht auf jeden Fall voran, sagen wir das mal so. Ja, okay, nice. Und der Kram wird auch in die Kiste hier eingelagert, das ist sehr nice. Und ja, das ist im Prinzip unser Ziel. Hallo, das ist nicht unser Ziel, aber das macht nichts. Ja, hier hängt er jetzt noch ein bisschen rum. Ich denke mal, das macht er dann später, oder? Hm. Wir warten mal ab. Beziehungsweise, wir sehen das Ergebnis wahrscheinlich dann heute Abend um 19 Uhr im Stream. Vielleicht macht der Kollege hier noch ein bisschen was. Sollte er zumindest. Nach vorne raus nicht. Weil... Ach so. Sorry. Deswegen. Jetzt geht's ab. Ja, wir sehen schon, wir müssen hier und da noch ein bisschen was ausbessern. Aber das ist so eine Sache, die machen wir dann nachher. Denn wir sind schon wieder über 20 Minuten dabei hier. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns entweder nachher oder in einer der nächsten Folgen. Tschüss. Autsch.